Jo Leute, was geht? Freunde, ihr könnt es gerade nicht glauben, oder? Wir haben jetzt ein neues Haus, Leute. Trevor hat sich von seinem Geld, das er die letzten Wochen und Monate verdient hat, einfach ein neues Haus gebaut. Und Leute, dieses Haus, ihr glaubt es wahrscheinlich nicht, ist jetzt das schönste Haus in Sandy Shores. Und das würde ich euch sagen, zeige ich euch erstmal. Und wir haben heute wirklich einiges vor, Leute. Also wirklich ziemlich coole Dinge, die wir gleich machen werden. Und quasi hat er das so gemacht, dass er das alte Haus behalten hat und das neue Haus quasi drumherum gebaut hat. Und ihr könnt es hier sehen, Leute, die Garage, die vom alten Haus ist, ist quasi jetzt renoviert worden. Es ist alles jetzt komplett erneuert. Es ist ein bisschen schmaler geworden. Aber ich finde dennoch, es sieht ziemlich cool aus. Dann wurde hier alles mit so einem schönen Garten dekoriert. Ich muss sagen, Trevor, ich weiß nicht, wie lange das hält. Wahrscheinlich nur einen Monat, dann ist das Haus wieder abgerissen oder so. Aber man muss sagen, oh, Ron ist hier auch wieder am Start. Es ist auf jeden Fall ein deutliches Upgrade zu dem, was es vorher war. Und wenn man reingeht, dann seht ihr... Ja, es ist Trevors altes Haus, aber wir haben noch eine zweite Etage. Lasst natürlich gerne auch Leute ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos auf diesem Kanal mehr verpasst, Leute. Uns fehlen, glaube ich, nur noch 63, 64 oder 68.000 Abonnenten, Leute, zu den 1 Million Abos. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann smash den Abonnieren-Button jetzt einfach mal, Leute. Jetzt würde ich aber sagen, zeige ich euch die obere Etage von Trevors Apartment. Okay, und ihr seht's, Leute. Wow, wir haben hier sogar noch einen Spider-Man-Post. Da am Start. Okay. Ich muss sagen, das ist ein schöner Bereich hier. Sogar auch ein ordentliches Bad, Leute. Weil das, was Trevor hatte mit dieser Dusche und mit der Toilette, das war wirklich unter aller Sau, muss ich sagen. Und hier haben wir eine Pfanne, die schwebt. Warum aber die schwebt? Ich weiß es nicht. Oh, hier Trevor hat ein Bett. Und warum ist dieses Bett vergammelt? Aber mit einem nicen Ausblick auf den Alamosee. Und ich glaube, das ist auch im Großen und Ganzen sein neues Haus, Leute. Und hier kann er sich dann sonnen, wenn er möchte. Und auf die Leute herabblicken. Wow! Oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Alter, es kam gerade irgendeine heftige Explosion, Leute. Es klang irgendwie wie so ein kleines Erdbeben. Wahrscheinlich ist irgendwas in die Richtung geflogen, Leute. Okay, Trevor, mach dich mal schnellstmöglich auf den Weg. Wir suchen mal die Ursache, was da bitte schön eingeschlagen ist. Ist es vielleicht ein UFO? Freunde, ich denke, ihr alle kennt das. Ihr seid wahrscheinlich online unterwegs und ich denke, die meisten von euch haben schon etwas online bestellt. Kann man bei einigen dieser Dinge auch Cashback erhalten? Ja, Leute. Und dazu stelle ich euch, Freunde, den Partner des heutigen Videos vor, und zwar Shoop. Shoop ist, Freunde, Deutschlands führendes Cashback-Portal, bei dem ihr die Möglichkeit habt, euch erstens kostenlos zu registrieren, Leute, und damit bei über 2000 Partnern einfach Cashback zu erhalten. Und bei all den Dingen, Leute, die ihr auch tagtäglich kauft. Darunter sind zum Beispiel Partnerfreunde wie Lieferando dabei. Für diejenigen, die Fußball gucken, ist Sky zum Beispiel dabei, Leute, wo ihr als Neukunde auch noch 15 Euro Cashback erhalten könnt. Oder wenn ihr Elektronikprodukte holt, auch Leute natürlich bei Mediamarkt. Und viele, viele weitere Partner. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ihr euch was online bestellt, ihr definitiv bei Shoop mal auschecken sollt, ob ihr dort auch die Möglichkeit habt, Cashback zu erhalten. Das Ganze funktioniert auch übrigens extrem einfach. Ihr registriert euch einfach kostenlos, Leute, beim Shoop. Idealerweise macht ihr das, Leute, auch über den Link in der Beschreibung, denn da erhaltet ihr euch, Leute, für die erste Bestellung, die ihr bei Shoop macht, 10 Euro Cashback auf eure erste Bestellung. Und damit könnt ihr auch von eurem ersten Einkauf einfach eine kostenlose Pizza euch gönnen. Ihr habt dazu zwei Möglichkeiten. Entweder geht ihr auf die Handy-App von Shoop oder auf den Webbrowser und klickt euch durch Webseite, Leute, durch die ganzen 2000 Partner, die dort verfügbar sind und immer wieder neue Angebote haben. Immer wieder gibt es neue Cashback-Auktionen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall immer mal zu schauen. Die andere allerdings viel bequemere Variante ist, Leute, einfach sich die Erweiterung für euren Browser herunterzuladen von Shoop. Mit der könnt ihr unter anderem sehen, welche Partner jetzt gerade aktuelle Cashback-Aktionen am Start haben. Oder die beste Funktion von Shoop, finde ich, ist, wenn ihr auf Webseiten unterwegs seid und dann oben rechts einfach eine Benachrichtigung kriegt, ey, du könntest hier vielleicht 2 oder 4% Cashback erhalten. Und dazu drückt ihr einfach, Leute, auf Cashback aktivieren und ihr erhaltet den Cashback, nachdem ihr eine Bestellung auf der Webseite erledigt. Und das seht ihr dann direkt, Leute, in Cash auf eurem Shoop-Guthaben. Und das könnt ihr euch ab 1 Euro direkt, Leute, auf euer PayPal oder Bankkonto auszahlen. Oder ihr könnt euch zum Beispiel auch in Bitcoin auszahlen. Und durch die Online-Bestellung, die ich die letzten Tage gemacht habe, habe ich übrigens auch, Leute, 43,20 Euro auf dem Konto stand. Das kann ich mir ganz einfach auszahlen und ich würde mir ehrlich gesagt vielleicht ein Eis, ein Mac-Menü oder irgendwas anderes von gönnen. Oder ich spare es mir einfach auf, Leute, und gönne mir vielleicht später etwas Größeres. Also, meiner Meinung nach gibt es wirklich keinen Grund, warum man sich Shoop nicht herunterladen sollte. Und wenn ich jetzt fragt, hä, wie funktioniert das, Leute? Es funktioniert einfach so, dass Shoop für jede Bestellung, die ihr über die Webseite tätigt, Provision erhält und von der Provision bekommt ihr den größten Teil zurück. Also am Ende ist es eine Win-Win-Situation für alle. Also Freunde, checkt gerne Shoop aus. Es gibt wirklich keinen Grund, warum man das nicht machen sollte oder wenigstens ausprobieren sollte. Über den Link in der Beschreibung registriert euch dort kostenlos und erhaltet dort einfach 10 Euro Cashback auf eure erste Bestellung. Und Leute, damit kann man auf jeden Fall viel machen und deswegen checkt es gerne aus über den Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video.
Video. Ich glaube so ungefähr, das kam aus dieser Richtung, also im Bereich des Flughafens, vielleicht etwas hinter dem Flughafen. Also ich denke, wir werden das aber in den nächsten Minuten finden. Also ich kann hier bisher nichts erkennen. Ich habe es gehört, es kam aus diesem Bereich ungefähr. Vielleicht haben wir uns ja nur geirrt, aber irgendwas ist hier eingeschlagen. Es muss hier irgendwas eingeschlagen sein. Wow, was ist denn das für... Trevor, lass uns das mal zusammen angeschauen. Yo, was geht denn da ab? Wow, was ist denn das für ein Teil? Alter, ich glaube, das Ding ist hier eingeschlagen. Man sieht auf jeden Fall so eine Gravierung drumherum. Es ist hier, glaube ich, wirklich fett eingeschlagen. Sieht mir nach einem Hammer aus. Ist es Thors Hammer? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja wirklich krass, Leute. Ich weiß nicht, ob wir das Teil anfassen sollten. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten, bis sich das entlädt. Weil ich glaube, es ist wirklich hart elektrifiziert, Leute. Okay, der Hammer hat sich beruhigt. Okay, weißt du was? Ich glaube, das ist ein cooles Deko-Stück, das wir mit nach Hause nehmen können. Okay, Trevor, dann holen wir mal den Hammer. Okay, Trevor, zieh den Hammer jetzt hoch. Okay, let's go. Komm schon, zieh, Trevor, zieh, komm schon. Das Ding ist schwer, muss ich sagen. Okay, probier es noch einmal, Trevor. 3, 2, 1. So, let's go. Komm schon, Trevor. Junge, gib Gas. Oh, Mann, Alter. Ich glaube, es funktioniert nicht. Leute, ich glaube, der Hammer ist einfach zu schwer. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich würde sagen, wir holen mal eine andere Person, die vielleicht mal das Glück hat, den Hammer hochzuheben. Wer weiß, vielleicht ist er der Stärkere. Wir holen jetzt als nächstes, Leute, eine andere Person, und zwar den lieben Michael. So, okay, Trevor, was hast du wieder für Probleme? Du kriegst den Hammer nicht gehoben, ich glaub das ja wohl nicht, okay? Das Ding kriegst du also wirklich nicht hoch? Wirklich? Bist du so schwach, Trevor? Wirklich? Okay, dann würde ich sagen, zeigt Michael dir mal, wie das gemacht wird. So, okay, dann bereiten wir uns mal vor, Leute. Einfach mal die Hände zusammenwischen und dann, let's go! Und zieh, Michael, zieh, komm schon. Und, oh, Junge, ich krieg's auch nicht hin. Oh, Mann, Alter, Trevor, sorry, du hattest recht. Ich krieg diesen Hammer einfach nicht hoch. Ich krieg ihn einfach nicht hoch. Was ist denn das für ein Hammer? Das ist kein gewöhnlicher Hammer. Da ist so eine Gravur drauf auf diesem Ding. Weißt du, wen ich mir noch vorstellen könnte, der das vielleicht hochheben könnte? Ich glaube, Franklin wäre eine ideale Person. Lass uns mal Franklin anrufen. Vielleicht kommt er ja hier. Franklin, komm schon. So, Franklin, komm mal vorbei, mein Freund. Wo bist du hier? Boah, okay. Also, Franklin wurde jetzt angerufen von den beiden Freunden Michael und Trevor, und die beiden haben das Problem, dass sie den Hammer nicht gehoben kriegen. Ich weiß nicht, der Hammer kommt mir schon ein bisschen bekannt vor. Vielleicht hatte ich den schon einmal in der Hand, aber ja, die beiden zählen auf mich und ich würde sagen, Franklin, kriegst du diesen Hammer gehoben? Wir probieren es, Leute. Okay, Franklin, und nimm ihn. Oh mein Gott, Leute, Franklin hat es hingekriegt. Er ist würdig. Er hat diesen Hammer einfach angehoben. Seht ihr es? Und, Trevor, bist du beeindruckt? Okay, Trevor ist sichtlich ein bisschen weniger beeindruckt, weil ich ihn geschlagen habe. Aber Michael freut sich immerhin für mich. Das ist schon eine coole Sache. Okay, ja, dann würde ich sagen, bringen wir diesen Hammer mal den ehrwürdigen Besitzer mal zurück. Oder, wem gehört dieser Hammer eigentlich? Oh, oh mein Gott! Was ist gerade passiert? Alter, war ich das? Ja, das war ich. Oh mein Gott, was? Jetzt bin ich so elektrifiziert. Alter. Trevor, ja, lass uns mal zusammen um die Häuser ziehen. Natürlich. Dann, ich such dir ein Auto. Da ist ein Auto, okay. Dann nehmen wir mal das Auto. Okay, kehre zurück zu Trevor. Sorry, Mann, sorry. Wow, wir fliegen, Leute. Wir fliegen. Oh mein Gott. Okay. Trevor, hast du das gesehen? Ich kann fliegen. Und, wie kann ich dieses Auto... Wow, mein Gott, was macht denn... Franklin, was machst du da... Leute, ich check gar nichts. Aber aus irgendeinem Grund hat Franklin jetzt, glaube ich, Thors Fähigkeiten bekommen. Und ich glaube, ihm gefällt das. Ich glaube, ihm gefällt das. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich ein Auto nehmen. Ist Trevor immer noch da? Trevor? Bist du immer noch da? Oh mein Gott, Leute. Diese Kräfte sind ja übelst cool. So, ist auch cool, mit dir abzuhängen, mein Freund. Ich würde gerne jetzt wissen, wie ich jetzt irgendwas kontrolliere. Wir probieren es mal. Siehst du, wie cool das ist? Den juckt das gar nicht. Trevor, interessiert dich das gar nicht, was ich da mache? Trevor wurde verletzt. Na gut. Sorry, Trevor. Oh, das sieht übel aus. Ich rufe da mal lieber die Feuerwehr oder so, dass die mal vorbeikommt. 911. Oh nein. Nein. Was? Der Hammer. Kommt er wieder? Hello, this is 911. What are...
Ja, hallo, ich hätte gerne einmal den Notarzt einmal. Ich habe zittrige Hände. Genau, und ein Freund von mir ist hier irgendwo. Okay, das sieht cool aus. So, was haben wir hier, Leute, für Möglichkeiten? Also, wir können jetzt ganz easy mal fliegen. Oh, wir können sogar schneller fliegen. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool, Leute. So, dann landen wir uns einfach mal ganz einfach hier. Und ich bin jetzt gespannt, Leute. Ich muss wissen, was dieser Hammer machen kann. Weißt du was? Nee, ich werf den weg. Ich habe keinen Bock auf den Hammer. Weg damit. So, mach das nochmal. Okay, noch einmal. Yo. Das ist sehr cool. Oh, Junge. Der Hammer. Okay, kann ich den zum Mond werfen? Wir probieren es mal. Na gut, so weit kommt er jetzt nicht. Aber er kommt immer wieder zurück. Das ist ja mal übelst cool. Also wir sind der neue würdige Nachfolger, der Besitzer dieses Hammers. Wo ist Thor, Leute? Wir brauchen kein Thor. Wir haben Franklin Thor. Ich nenne ihn jetzt nicht wirklich Franklin Thor. Wir haben jetzt Thor Revor würde besser klingen, ehrlich gesagt. Thor Revor oder Franklin Thor klingt irgendwie nicht so nice, muss ich sagen. Aber ja, schauen wir mal, was wir Fähigkeiten haben. Yo. Okay. Alles klar. Okay. Irgendwie gibt es hier einige grafische Bugs. Wow, das Ding brennt. Okay. So, was haben wir noch für Fähigkeiten? Wir haben Lightning Shockwave. Okay. Wir haben diese ganzen Fähigkeiten, Freunde, die wir verwenden können. Oh, ich bin so gespannt, was Chop zu diesem Hammer sagen wird. Was haben wir da jetzt hier? Wir können Tornado machen. Ich will das sehen. Yo! Wir können mit unserem Hammer einfach einen Tornado verursachen. Das ist sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen... Let's go! Können wir noch ein bisschen schneller fliegen? Na los, probier's. Franklin, lade den Angriff auf und zack! Okay, das ist die maximale Geschwindigkeit, mit der wir uns jetzt von A nach B bewegen können. Aber ich finde es eher noch sehr, sehr entspannt. So, dann schauen wir mal, ob Chop zu Hause ist. Und den geben wir mal eine kleine Überraschung und zeigen einfach mal ihm den Hammer. So, ich glaube, hier war das zu Hause. Yes, Leute, hier war das zu Hause. Ey, Chop, was geht? Guck dir mal diesen geilen Hammer an. Willst du den fangen? Willst du den haben? Willst du den haben, Chop? Warum ist da ein roter Fadenkreuz? Warum ist da... Nein. Komm, ich zeig dir einen coolen Trick. Ich werf den mal kurz. So, hier. Fang den Job. Siehst du? Ey, du hast nicht mal hingeguckt, Job. Komm schon. Hier, guck mal. Ich kann ihn werfen. Ganz einfach. Nein! Nein! Job, nicht schon wieder. Oh, Mann, Alter. Dieser Hammer ist ja ultra stark. Der kann ja alles zerstören. Kann er sogar mein Auto zerstören? Wir probieren es mal. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gerade getan? Okay, wow, wow! Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Wow, wow, wow. Oh mein Gott! Alter, wow, Alter. Okay, das ist zu heftig gerade. Leute, wir brennen. Hilfe, ich muss ins Wasser. Hat hier irgendjemand einen Swimmingpool? Irgendjemand einen Swimmingpool, wo ich gerade mal eben reinbouncen kann? Da war einer. Komm, rein mit dir, Franklin. Rein in den Swimmingpool. Schnell, geh da rein. Huh. So, jetzt müssen wir... Ey, wir brennen immer noch. Ich bin jetzt unter Wasser. Wie kann ich unter Wasser weiterbrennen? Das macht keinen Sinn. Das geht doch nicht. Oh, jetzt sind wir gelöscht. Puh. Jetzt würde ich aber sehen, was haben wir noch für Fähigkeiten? Oh nein, das passiert schon wieder. Wow. Das Ding ist so mächtig, dass mein PC anfängt zu laggen nach diesem Angriff. Und alles drumherum ist einfach in Stücke gerissen worden. Was ist das? God Blast? Wow. Oh mein Gott, okay. Lad mal die Energie auf, Franklin. Wir laden unsere Energie auf. Das ist ja mal geil. Ich frage mich eigentlich, woher wir unsere Blitze bekommen. Es ist doch wolkenloser Himmel. Ich verstehe das nicht. Aber irgendwie funktioniert das. Wir probieren es mal. Oh mein Gott. Alter. Wow, First Person, ist das zu heftig. Jo, dieser Hammer ist einfach absolut krank. Bam, Junge. Bam. Jesus. Hier. Let's go. Alter. Ich glaube, wir behalten den Hammer. Ein Hoch auf diesen Hammer. Ein Hoch auf diesen Hammer, Leute. Der ist ja übelst cool. So, Lightning Strike. Was ist das? Ja, es ist ein Blitz. Ich kann Donnerblitz. Okay. Zack. Und zack. Und zack. Weißt du was? Es braucht das richtige Wetter dafür, damit wir mächtiger werden. Yo, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wenn man donnerndes Wetter hat, laden wir uns völlig automatisch auf. Das ist ja mal übelst cool. Das heißt, wir können jetzt unendlich Energie verbrauchen. Und ich glaube, unsere Energie ist sogar stärker, weil wir jetzt Blitz-Donnerwetter haben.
Meine Güte, was ein Donnerwetter hier. Lightning Beam. Ich glaube, das habe ich schon einmal gemacht. Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Puh. Okay. Alter. Seht ihr noch was auf dem Bildschirm? Es ist zu heftig. Boah, ist das krass. Oh mein Gott. Was ist der Bifrost Strike? Das klingt so wie ein Big Mac. So ein Bifrost. Oh, so ein richtigen Big Frosty. Big Rösti Strike. Hui. Was war das? So, wir probieren es nochmal. Wow. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube, wir haben uns teleportiert. Yes. Danach sieht's aus, Leute. Ich glaube, wir haben uns wirklich gerade teleportiert. Oh Mann, jetzt habe ich Ärger verursacht. Jetzt habe ich in der ganzen Stadt richtig Ärger verursacht. Hey, hey. Franklin ist... Oh, Franklin ist im Wutmodus. Franklin hat Wut. Franklin, du hast Wut. Ich verstehe das. Warum bist du so wütend? Franklin, ist alles gut. Charging Beam. Okay, der ist gar nicht mal so... Der macht ja gar nichts. Okay, der macht überhaupt nichts. Lightning Shockwave, das hatten wir, glaube ich, schon einmal. Ja, das hatten wir schon einmal, Leute. Okay, warte mal kurz, was ist das? Wir können Sturmbrecher nehmen. Wir können beide Waffen. Was? Was? Wir haben noch eine Waffe. Oh mein Gott. Wir haben zwei Waffen jetzt. Das macht uns ja noch mächtiger. Junge, ich kann das nicht mehr aushalten. Das ist einfach zu krank. Bam, Junge. Okay. Okay, weißt du was? Wir gehen noch eine Sache machen. Wir machen einen kleinen Prank, Leute. Und zwar gehen wir ganz normal in den Supermarkt und versuchen mal, da die Leute irgendwie zu überreden, dass wir was zu essen kriegen. So, wo ist der nächste Supermarkt? Wo kann ich den nächsten Supermarkt finden? Irgendwo muss doch einer sein. Ich erinnere mich nur an die Tankstelle. Ich meine, Leute, Franklin sieht ziemlich cool aus, ne? Der kann jetzt das Wetter verursachen. Der ist quasi der Donnergott jetzt. Wir sind der neue Tor, Leute, in GTA. Okay, ich glaube, die Adresse war hier, Leute. Hier an der Tankstelle war der letzten Supermarkt. Okay, dann gehen wir mal ganz normal rein. So, yo, was geht? Hast du vielleicht irgendwas zu essen für uns? Machen Sie sich keine Sorgen über die Blitze. Die kommen... Okay, ist ja gut. Ich kaufe ein paar Snacks. So, was können wir kaufen? Ein paar P und Qs, der Ego Chaser, der Meteorit. Ich gönne mir mal einen Meteorit. So, gönne mir einfach einen Meteorit. Was machst du da, Franklin? What? Franklin? Was? Wow! Was machst du? Wow! Nein! Nein, 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 nein. Oh! Wow, was geht, Bro? Alles gut? Ey, wir haben uns gerade teleportiert. Ist alles gut? Na gut, alles in Ordnung. Wow, okay, das war's. Das war's. Bam. Okay, Leute. Ich würde an der Stelle sagen, ich beende erstmal das Video an der Stelle. Wir haben als Franklin jetzt die ultimative Macht in GTA. So, Freunde, das war es auf jeden Fall von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst natürlich gerne ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren. Und checkt natürlich, Leute, auch Schub aus, wenn ihr gerne Cashback haben wollt bei euren Online-Bestellungen, die ihr eh tagtäglich macht, über den Link in der Beschreibung. Und ihr erhaltet, Leute, 10 Euro Cashback auf eure erste Bestellung über Schub.